Freche Fragen an Pflegekräfte. Haben viele von euch schwarzen Humor? Ja, definitiv. Aber ich denke, den braucht man auch einfach in dem Beruf. Der eine oder andere schon, ja. Ja, den kriegt man ganz schnell. Schwarzen Humor, ja, Humor auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Humor wird man hier nicht glücklich, also in keiner Klinik. Und auch man muss manche Sachen halt einfach mit Humor sehen. Und zwangsläufig ist es halt so, dass man das im Alltag gar nicht so mitkriegt, dass man schon wieder vielleicht ein bisschen zynisch war oder halt einen Witz gemacht hat, wo normale Menschen nicht drüber lachen würden. Aber ich denke, das gehört auch dazu. Das ist ganz wichtig. Das auf jeden Fall. Ich bin ja schon seit 20 Jahren auf Intensivstationen. Da müssen wir das auch mitunter haben. Aber ich glaube, feststellen tun wir das immer. Jedenfalls geht es mir selber so zu Hause, weil da niemand bei uns in dem Pflegeberuf ist. Und die fallen manchmal aus allen Wolken von irgendwelchen Kommentaren. Und dann registriert man dann erst mal selber, was man gerade gesagt hat. Also ja, es haben viele einen schwarzen Humor, aber man braucht nicht unbedingt.